Und damit herzlich willkommen bei Zompiercer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. So langsam wird's ganz schön spannend hier, finde ich zumindest. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich mache mir hier ganz schön in die Hosen. In der letzten Folge sind wir ja hier drüben lang. Wundert mich gerade bloß ein bisschen, dass die Tür wieder zu ist. Aber die Gegner müssten ja alle tot sein. Wird höchstwahrscheinlich nur falsch geladen worden sein vom Spiel, beziehungsweise gar nicht gespeichert, dass die offen war. Oder hatte ich die... Es kann auch sein, dass ich die vielleicht wieder zugemacht hatte. Ist ja auch ganz egal. Wir müssen jetzt auf jeden Fall langsam mal hier lang. Ist die Frage, kriegen wir die Tür auf? Nö, wir kriegen die nicht auf. Kriegen wir die mit dem Schlüssel auf? Auch nicht. Deswegen überlege ich gerade, ob wir den einfach klopfen lassen, bis er die Tür durch hat. Nö, du nicht. Guck mal, das ist ein Schnell. Das hat er nicht mal gehört, ne? Ich würde mal vorne waschen, Freundchen. Ach, Kotzi. Scheiße. Ich höre doch schon, dass da noch einer kommt. Jetzt sehen wir kaum was. Und wir kriegen hier schon wieder die ganze Zeit Schaden. Aber es scheint doch keiner zu kommen. Okay, alles klar. Na, dann können wir ja in aller Ruhe weitermachen. Hier haben wir noch ein paar Schließfächer. Und schon wieder Loot ohne Ende. Wir kommen nicht über dieses kleine Schließfach drüber. Schade. Mussten wir wirklich hier langlaufen, weil das war einfach zu hoch. Ja, so langsam. Ah, geht mir das Geklopfe doch ziemlich auf den Keks. Ach Mist, jetzt hat er uns schon gesehen. Okay, den haben wir ganz gut bekommen. Der hat uns einmal Schaden zugefügt, aber wir kriegen ja mittlerweile so wenig Schaden durch die ganze geile Rüstung, die wir hier haben. Dass es, glaube ich, sehr, sehr schwierig sein wird, überhaupt zu sterben. Wieso? Ist das die Tür, wo wir einen Schlüssel brauchen? Nö. Oh nein, ein fettiger Fetti. Ach, shit. Nein, oh nein. Und das auf so kurze Distanz. Ah, okay, wir können ja noch schießen dabei. Okay. Ich sollte nicht immer so einen Stress machen. Hey! Wie viele Zombies denn noch? Wir sind doch bestimmt schon wieder fast... Naja, gut. Nein, wir sind noch nicht fast Level 16, aber trotzdem. Lasst uns erstmal in Ruhe was essen. Also was heißt Ruhe? Das scheiß Geklopfe im Hintergrund. Es nervt etwas an. Aber wir können es nun mal nicht ändern. Okay, wir kommen also hier durch. Dann lasst uns die doch töten. Wir können ja nicht durchschießen, oder was? Ah, war das schön Munitionsverschwendung gerade. Mann, Mann, Mann. Und was ist denn hier? Das sieht aus wie ein riesen Lagerraum. Oh, ein schneller Kacke. Ich möchte eigentlich... ein bisschen drauf verzichten zu schießen, weil dann immer alle gleich angerannt kommen, weil die das alle hören, aber mir bleibt kaum was übrig. Ach shit, das sind gar keine. Ich dachte, das sind explosive Fässer. Ja, aber bei den Schnellen bleibt einem ja nichts anderes übrig. Die kann man ja nicht wirklich im Nahkampf töten. Also man kann schon, aber dann braucht man eine ganze Menge Aspirin danach und das muss ja nun auch nicht sein. Naja, dann sammeln wir erstmal 21 Kilo haben wir gerade mal. Das heißt, wir kommen noch ein Stückchen und wir haben es auch früh halb elf. Ey, nicht mit mir, Freundchen. Hey, Kotzi. Hä? Hallo. Die hat ein bisschen mehr ausgehalten, die hat es lieber von hinten gewollt. Ach ja. Nein, warum kann man das Laden nicht abbrechen? Ach, war das geil. Und sogar mal kurz, für einen kurzen Moment der ganze Raum hier erleuchtet. Klappe. Gut, dann lasst uns einmal hier drüben noch die Kisten looten. Die haben wir ja schon, aber die hier noch nicht. 7 Metall schon wieder einstecken.
Das ist eine feine Sache. Ja, Klappe. Ach, scheiße, hier ist ein Fetter. Oh, nein, den Fetten wollte ich jetzt nicht unbedingt. Die gehen nicht kaputt, ne? Die brennen die ganze... Die, na gut, die brennt ja schon. Was wollen wir da noch großartig kaputt machen? Ach, die gehen ja auch nicht kaputt. Wollen wir eine Granate benutzen? Ich glaube, jetzt wäre sie gerade ganz angebracht, oder? Ach, ja. Die Granaten sind wirklich sinnlos. Also, dafür, dass man die wirklich selten findet. Ach, shit. Und die ja auch relativ schwer sind sogar. Oh, mit einem Schuss zwei gekillt. Geht also doch. Ja, dafür finde ich die ganz schön nutzlos, muss ich ehrlich sagen. Da hätte ich mir mehr erwartet. Ach ja, es tut mir leid, ich musste erstmal nachladen. Okay, habe ich langsam raus, die Taktik. Warten, bis das Schild wegzieht, mit der Schrotflinte schießen und in der gleichen Sekunde noch ausweichen, falls er nicht sterben sollte. Und noch eine Granate. Wir werfen die jetzt gleich alle weg. Die bringt vielleicht nur was bei Zombie-Horden von den ganz einfachen Zombies, aber ansonsten finde ich die doch sehr nutzlos. Fände ich cool, wenn die vielleicht nochmal ein bisschen verstärkt werden. Noch eine Granate. Was ist denn hier los? Kann man die stacken? Nee, ne? Nö. Und die wiegen 1 Kilo. Explosionsschaden 300 max. Ah, jetzt gibt's wohl schon Schadenswerte. Auch für die Waffen. Nö. Bringt natürlich gar nichts Schadenswerte, wenn es ansonsten keine Schadenswerte bei anderen Waffen gibt und auch keine Lebenspunkte. Bei Zombies. Dann hätte der dort auch 3 Milliarden reinschreiben können. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Also das ist... Vielleicht ist es ja im späteren Verlauf des Spiels noch gedacht, dass da Schadenswerte oder Lebenspunkte angegeben werden. Dann macht es vielleicht Sinn, aber jetzt aktuell ohne einen Vergleich bringt die Zahl gar nichts. Komm, wir werfen eine Granate. Die ist eh doof. Oh, ganz schön weit gerollt. Ah, sehr schön. Die hat es komplett erwischt und der ist nicht mal auf mich aufmerksam geworden. Können wir direkt so machen. Und dann holen wir uns den Fettsack hier noch. Wow. Also der hat mich erschrocken. Den habe ich absolut nicht kommen sehen durch den Dicken. Mann, Mann, Mann. Das war mal kurz aufregend. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Bin ich sogar ganz froh drüber. Also noch nicht am Ende von allem. Wir haben ja noch die andere Seite. Und zumindest am Ende von hier. Von der Seite, weil ganz ehrlich, das war schon ganz schön groß jetzt. Und ich verlaufe mich dann immer so schnell. 2 Kilo wiegt das, die wiegt 1 Kilo. Naja, dann packen wir das halt rein und dann hier nochmal, nein, 5. Dann haben wir doch schon wieder 9 Kilo, die wir einstecken können. Noch eine Granate. Okay. Alles gelootet, alles klar, aber so wirklich was Schönes war jetzt hier nicht. Aus wie ein kleiner Verhörraum hier. Aber ansonsten nichts weiter. Weil hier oben halt auch so, ich habe die ganze Zeit Angst, ich übersehe hier was. So eine lange Reise, um hierher zu kommen und dann ist hier einfach nichts. Na gut. Lass uns mal noch schnell was futtern und was trinken. Ich mag das immer nicht, wenn wir dann im Kampf stecken und dann schon langsam panisch werden müssen. Und wir müssen panisch werden, weil wir haben nichts mehr zu trinken. Also nicht panisch, wir haben 46%, aber trotzdem, früher oder später, müssen wir aber doch nochmal zum Zug zurück. Aber auch gewichtstechnisch müssen wir früher oder später nochmal zurück. Jetzt dachte ich kurz, ich habe mich verirrt. Aber ich habe es doch wieder gefunden. So, hier sind wir ja nicht durchgekommen, das heißt, wir laufen hier wieder außen rum. Wie sieht's jetzt aus? Oh, fast Level 16, fehlt nicht mehr viel. Gehen wir nochmal auf Ausdauer, ja, ne? So wie der gerade verschnieft. Würde ich schon sagen, dass wir auf Ausdauer gehen.
Hier hinten waren wir ja auch schon, genau, da haben wir alles, also sind wir mit der Seite tatsächlich komplett durch. Na, das ist doch soweit schon mal in Ordnung. Dann laden wir jetzt ab im guten Zug. Und dann machen wir uns mal noch auf die andere Seite. Ach schön, mal ein bisschen Helligkeit. Das tut den Augen mal ganz gut. Ich wollte den Zug doch etwas weiter vorfahren. Das können wir jetzt gleich mal noch erledigen. Da müssen wir nicht jedes Mal so weit hier hinterlaufen. Wer weiß, wie weit das da vorne noch geht. Und wie weit wir hier insgesamt noch, oder wie oft wir insgesamt noch zum Zug laufen müssen. Ah, ein Stückchen geht schon noch. Ich denke, jetzt ist ganz okay, oder? Ja. Und jetzt ist es auch an der Zeit, dass wir uns ein Schränklein bauen müssen. Wir bauen uns noch einen kleinen, den wir dann rechts neben die drei großen stellen. Damit es wieder einigermaßen symmetrisch wird, hatten wir ja schon mal in einer der letzten Folgen besprochen, dass wir das so machen. Oder dass ich das so mache. Ich bespreche mich hier mit niemandem. Das ist alles meine Entscheidung. Okay, dann erstmal das und dann brauche ich gleich noch den Bauhammer. Na, Moment. Ja, okay. Und Bauhammer. Oh, wo haben wir den denn? Hier ist er. Eins, zwei. Oh, schafft er das noch? Bitte, bitte, bitte. Ah, mit dem letzten Hammerschlag. Sehr gut. Dann packen wir gleich mal die kaputte hier rein, das hier rein, die Granaten. Gut, die Granaten würde ich mal behalten. Wir werfen die dann gleich weg. Brauchen wir sowieso nicht den Mist. Das und das und das und das. Und dann sind wir bei 8 Kilo. Dann essen wir uns die zwei Riegel noch hinein. Dann würde ich mal noch 6 Flaschen zu trinken mitnehmen. Einfach nur, weil wir 76 Stück einstecken oder nicht einstecken, sondern im Schrank hatten. Damit es wieder auf eine runde Zahl hinauskommt. Dann trinken wir mal 3 Flaschen. Und dann sind wir da auf jeden Fall auch wieder voll. Und die leeren kommen auch wieder hier hinein. Okay, dann haben wir doch alles. Wir haben ganz schön wenig Shotgun-Munition. Lasst mich nochmal kurz gucken, ob wir vielleicht noch welche im Schrank haben. Aber es sieht fast nicht danach... Oh doch, wir haben noch. Okay. Nochmal so ein Pillendöschen geknabbert. Und ich hätte fast den Mist hier oben vergessen. Das wäre natürlich nicht so schön gewesen. So, jetzt aber. Machen wir uns auf zur anderen Seite. Ich hoffe doch, dass wir den Schlüssel da mal gebrauchen werden. Also muss ja hier in dem Komplex sein. Ach, wir kommen hier gar nicht durch. Na, das ist natürlich Mist. Auch nicht mit dem Schlüssel. Ah, doch. Achso, der ist nur hierfür. Aber na super, wir sind ja auch hier durchgekommen. Also es ist eine kleine Abkürzung. Aber wenn das alles ist, wofür der Schlüssel gut ist, wollen wir mal hoffen, dass wir jetzt hier noch was Entscheidendes finden. Mit Bande. Hoffentlich kommt die nicht so weit zurück zu uns. Nö, geht. Und gleich das zweite, dann holen wir den Schildtypen damit. Die gehen mir am meisten auf den Keks. Trotzdem schon ganz schön traurig, dass man 2 Granaten dafür braucht. Jetzt haben wir ihn. Okay. Ach, hier hat sich einer schön gemacht. Kleinen Stuhl davor. Hält schön warm. Ach, Kotzi. Ach, shit. Ich dachte eigentlich, wir sind schneller. Ach, Mist. Ja, es tut mir leid, mein Bruder. Ich kann es nicht ändern. Setz dir eine Atemschutzmaske auf. Müsstest du zurzeit sowieso eine dabei haben, falls du hier einkaufen gehen möchtest. Los, hauen wir uns nochmal so ein paar Pillen rein, dann sind wir auch wieder voll. Ach ja, ist doch in Ordnung.
Und bam. Ey, Kotze. Oh, nicht noch so ein Kotzi. Kommt hier noch ein Fetter? Oh ja, ich dachte schon, es stampft doch ganz schön dolle. Warum ekelt denn den das nicht? Er muss doch auch atmen. Oh. Ja, jetzt huste dich da langsam mal aus. Danke. Viel zu viele Kotzis unterwegs, die mag ich nicht. Was? Oh, wo kam er her? Hilfe! Da bin ich jetzt leicht erschrocken. Den habe ich nicht kommen sehen. Oh Mann, das klingt nach einem schnellen. Oh, Kotzi. Noch ein Kotzi. Ach Mist, warum haben wir uns die Granaten nicht aufgehoben? Ich glaube, jetzt hätten wir sie gerade gut gebrauchen können. Und schon wieder so. Ach Mensch. Die ganze Zeit nur am Husten hier. Er hat nicht geschossen. Ich habe gedrückt, aber er hat nicht geschossen. Jetzt. Hey, Level Up. Sehr geil. Ja, gehen wir wieder auf Ausdauer, oder? Wir können natürlich auch auf Stärke gehen. Ach, wir gehen auf Ausdauer. Was soll's? 40 Kilo sind schon eine ganze Menge. Und so kommen wir zumindest schneller wieder zurück. Ich hab dich doch gehört. Hä? Ich hab doch dreimal getroffen. Mann, Mann, Mann. Kann man sich nicht verlassen auf die Zombies, dass die alle nur gleich viel aushalten. Schweinerei. Ich höre doch schon wieder welche laufen. Ach, da kommt noch einer. Mann, Mann, Mann. Lass mich hier bitte erstmal noch durchlooten. Und dann können wir uns gerne unterhalten, okay? Erst räumst du die Küche auf. Dann unterhalten wir uns. Ach, na klar, noch ein Kotzi. Wie viele denn noch? Das Spiel meint's, glaube ich, langsam wirklich ernst mit uns. Diese ekelhaften Zähne, habt ihr das gesehen? Ist hier noch einer drin? Nö, okay, hier haben wir einen kleinen Lebensmittelladen. Da haben wir natürlich nochmal ordentlich Loot. Den nehmen wir natürlich alles noch mit. Den nehmen wir noch mit, oder wir nehmen alles mit, aber den nehmen wir natürlich alles mit, ist wieder richtig, richtig geiles Deutsch heute hier am Start. Gibt immer mal so Tage, wo das Gehirn einfach nicht so möchte wie man selber. Haben wir. Nehmen wir auch mit. Ach Mist. Na, ja, wir holen uns erstmal die hier. Wie die aber auch immer rankommt, ne? Als würde sie küssen wollen und dann kriecht sie unseren Mundgulli und fängt an zu kotzen. Ich glaube, das will die uns mitteilen. Die immer so nah mit dem Gesicht kommt. Kennt ihr so Menschen, die immer so nah mit dem Gesicht rankommen beim Unterhalten? Weiß gar nicht, ob ich das schon mal gefragt habe. Die immer so richtig schön nah an euch rankommen. Du schon riechen kannst, was er zum Mittag hatte. Und siehst, dass von gestern noch ein Stück Hühnchen in der hinteren letzten Zahnreihe klebt, oder was heißt hinteren letzten, also in der unteren Zahnreihe, letzter Zahn, so rum. Der sieht da, ach shit. Meine Güte, ich wollte gerade über den Polizisten berichten, dass der gar nicht mal so motiviert aussieht bei dem, was er macht. Da werde ich hier schon wieder unterbrochen. Das war schon wieder leicht erschreckend. Nehmen wir alles mit hier. Passt. Ja, ich weiß nicht, wollen wir abschießen? Aber eigentlich kann man hauen. Eins. Zwei. Drei. Hält tatsächlich genauso viel wie ein normaler Zombie aus, wenn man den richtig trifft, ne? Oh, wo geht's denn jetzt lang? Das sieht doch fast aus wie ein Ende hier. Nö, kein Ende. Auch wieder so eine riesen Lagerhalle. Na super. Warum hat denn das jetzt nicht getroffen? Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Ja,
ist doch gut. Oh, ich habe ja kaum noch Leben. Sollte vielleicht mal ein bisschen drauf achten, nicht, dass wir hier noch sterben. Das habe ich aber zur richtigen Zeit gezündet, würde ich meinen. Das hätte sonst durchaus schwierig werden können. Na, ein Glück. Vor allem mit 25 Leben oder was wir gerade auch noch hatten. Sehr gut geklappt. Ja, passt doch. So kann es gerne weitergehen. Und weitergehen kann es dann auch in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen erstmal soweit. Lasst wie immer... da kommt noch einer angerannt. Den müssen wir noch holen. Vorher können wir hier keine Folgenpause machen. Und 3, 2, 1... Nein! Ach Mensch, ich wollte es so cool beenden und dann... hätte man es kaum uncooler machen können. So, jetzt aber. Wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder. Macht's gut.